Ja, hallo meine Lieben. Heute habe ich das Thema Ohrenprobleme und wie ich sie behandle für mich und auch für meine Hunde. Ich verwende immer Bio-Grapefruit-Extrakt. Es ist ein biologisches Antibiotikum. Es wirkt innerlich und auch äußerlich und ich verwende es schon seit vielen Jahren und zwar erfolgreich für mich und auch für meine Hunde. Der botanische Name wäre Citrus paradisi. Dann hört man schon heraus, was für ein wundervolles Mittel das es ist. Und Studien, ja, Experimente und Beobachtungen haben gezeigt, dass es gegen Viren, Bakterien und auch gegen Parasiten wirksam sein kann. Ja, da gibt es viele Berichte dazu und vielleicht interessiert es euch wie immer und da kann man darüber nachlesen. Ich hänge auch am Ende des Videos einige Infos ran. Ja. Es ist so, dass mein Janosch beim Gassi-Gehen den Kopf ein bisschen schief gehalten hat und dass er auch immer den Kopf geschüttelt hat. Im Ohr habe ich gesehen, ist irgendwie nicht ganz so alles in Ordnung. Und als ich zu Hause war, habe ich eben meine Mischung angefertigt und ihm die reingesprüht. Hat ihm zwar nicht gefallen, mein Janosch mag das nicht so, ist ja klar, aber da muss er durch und es war ja auch erfolgreich. So, jetzt zeige ich euch, wie ich die Mischung anfertige. Ich verwende natürlich dieses Bio-Grapefruit-Extrakt von Narayana. Den Link findet ihr wie immer in meinem Profil. Und ich freue mich auch, wenn ihr sonst über den Link bei Narayana vorbeischaut. Ja, ich habe hier so ein kleines Gefäß genommen, habe einen Esslöffel reines Wasser reingegeben. Und ich habe für diese Menge so circa 10 Tropfen von diesem Bio-Grapefruit-Extrakt dazu geträufelt. Da ist eine Pipette dran, da kann man sehr leicht abzählen. Einfach ein bisschen schütteln, dann hat sich das ja schon vermengt. Ich habe von früher noch so eine Spritze hier zu Hause vom Tierarzt, die ist aus Kunststoff. Dann zieht man einfach diese Menge ganz auf. Und dann habe ich es bei meinem Janosch natürlich gleich in beide Ohren gespritzt. Und er schüttelt ja natürlich dann den Kopf, aber trotzdem bleibt ja was drin und es geht auch in den Gehörgang rein und es ist dann wie eine richtige Spülung. Und ist jetzt auch egal, ob das jetzt Bakterien waren oder Parasiten, auf jeden Fall hat es das alles rausgespült und mein Janosch hat ja am nächsten Tag keine Probleme mehr. Falls etwas sein sollte und ich sehe, dass es nicht ausreicht, gehe ich natürlich zum Tierarzt und lass mal reinschauen. Kann ja auch was Festeres drin sein und ja, das muss man eben beobachten und dann kann man ja immer noch zum Tierarzt gehen. Auf jeden Fall ist er ohne Antibiotika ausgekommen und der Schaden war behoben. Und deswegen finde ich das so toll, wenn man natürliche Mittel einsetzt, denn Antibiotika hat ja nicht nur Vorteile, sondern ja, es hat auch den Nachteil, die guten Bakterien eben auch zu zerstören. Ja, und das ist natürlich nicht so gut, da muss man das nachher eben alles wieder aufbauen. Ja, ich hatte vor vielen Jahren eine Mittelohrentzündung und habe die auch erfolgreich mit diesem Bio-Grapefruit-Extrakt behandelt. Das kannte ich ja damals auch schon. Ich habe dann einfach eben auch diese Tropfen verwendet. Man sieht es ja auch hier, diese schöne dunkle Flüssigkeit. Dann habe ich den Kopf ein bisschen so zur Seite geneigt und direkt einen puren Tropfen direkt in mein Ohr eingeträufelt. Es ist dann so nach innen gelaufen. Ja, und ich habe dann hier so einen kleinen Wattebausch einfach hier so drauf getan, dass es auch schön drinnen bleibt. Und nach einiger Zeit, ja, scheint fast gar nichts mehr rausgekommen. Also ich habe es zwar wieder so zur Seite getan, den Kopf, aber ja, es war einfach dann so wieder gut. Ja, jetzt komme ich schon ins Stocken. Auf jeden Fall hat es geholfen und nach ein paar Tagen war alles wieder in Ordnung. Und das muss man wirklich sagen, weil eine Mittelohrentzündung ist sehr schmerzhaft und normalerweise wird da auch Antibiotika eingesetzt und das habe ich damals auch vermeiden können. Wenn ich noch größere Schmerzen haben sollte im Ohr, verwende ich sogar noch zu dieser Mischung einen Tropfen DMSO. Den gebe ich eben auch da dazu, auch wieder ein bisschen schütteln. Und dann kann man eine Glaspipette verwenden, das aufziehen und dann auch direkt ins Ohr einträufeln. Und es ist für mich auch sehr, sehr hilfreich. Falls ihr DMSO auch verwenden möchtet, ja, den Link habe ich ja gesagt, den gibt es im Profil und da kann man auch dieses DMSO bestellen. Aber DMSO ist ein spezielles Mittel und bitte darüber erstmal nachlesen und sich Informationen darüber holen.
Ja, da muss man sehr auf Sauberkeit achten und einiges eben sonst auch erstmal vorher lesen und ist schon besser, man informiert sich vorher darüber. Das war so mein Tipp des Tages. Bleibt gesund, achtet auf euch und bei Ohrenproblemen denkt ihr vielleicht auch an Bio-Grapefruit-Extrakt. Ja, das war's. Alles Liebe, eure Rosi. Schönen guten Morgen. Ja, ich möchte heute euch erklären, wie ich eine Ohrenspülung bei meinem Hund mache. Und zwar seit heute Morgen sieht man das ja auch, er hält den Kopf zur Seite geneigt, das linke Ohr hängt, normalerweise stehen beide. Ja, und das ist kein sehr gutes Zeichen. Ich denke, dass er irgendwas im Ohr hat. Vielleicht kitzelt auch was oder es ist leicht verschmutzt, werde ich nachher reinschauen. Er hatte das vor vielen Jahren schon einmal. Also ich denke nicht, dass es ein Schlaganfall oder sonstiges ist, weil sonst geht es ihm eigentlich gut. Ich werde nachher, wenn ich zu Hause bin, eine Spülung machen. Ja, seht ihr, er schüttelt auch den Kopf, das ist ganz neu. Ja, und auf jeden Fall benutze ich da mein Bio-Grapefruit-Extrakt. Da werde ich eine Mischung herstellen mit reinem Wasser und einem Tropfen DMSO. Und ja, damit werde ich dann die Ohren spülen und es wird ihm nicht gefallen, das weiß ich jetzt schon, aber da muss er durch. Auf jeden Fall hat es letztes Mal sehr gut geholfen. Drücken wir die Daumen, dass es diesmal auch so gut hilft. Bis später. Wie ihr seht, seine Ohren sind wieder in Ordnung. Die Ohren stehen wieder. Die Schiefhaltung des Kopfes ist gehoben und ihm geht es soweit wieder.